Doop 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 Vorspann. So, nachdem wir jetzt die Schwierigkeit geändert haben, habe ich mich mal dazu entschlossen, weil ich komme irgendwie mit dieser Videoschneidesoftware nur so rudimentär zurecht, dass ich, Markus ist nicht mehr inspiriert, okay, dass ich den Vorspann jetzt live einspiele, wie hier eben, und das muss dann reichen erstmal, bis ich eine Videoschnittsoftware habe, mit der ich klarkomme. Ich hatte mal eine ganz tolle, aber die funktioniert nicht mehr auf Windows 10. Okay, es liegt hier immer noch jede Menge Nahrung rum. Die können wir doch alle mal reintragen. Carsten auch. So. Wollen wir erstmal kontrollieren, ob die Leichen alle weg sind. Also die ist begraben. Hier liegt noch eine. Um die kümmert sich Markus selbst, weil es kein anderer macht. Auch schon keine gesunde Gesichtsfarbe mehr, der Mensch. Warum ist der kürzeste Weg wirklich durch die Hydroponik, ja? Scheinbar habe ich das Gebäude mitten im Weg gebaut. Wo willst du hin damit? Was ist los hier? Das ist genau wie Kerstin. Jetzt trägt er die Leiche auf den Müllhaufen. Was ist das für Moden? Ganz ehrlich. Bescheuert. Und jetzt trägt er ihn einmal durch die ganze Basis, durch die Küche durch, durch den Arbeitsraum, durch unsere hygienische Kühlkammer, super hygienische Kühlkammer, an der Medizin vorbei. Ja, ich meine, vielleicht habt ihr gesehen, wie ich die Gräber ausgehoben habe in einem der früheren Sitzungen, in einer der früheren Sitzungen. Und habt euch gefragt, warum 5 Gräber? Denkt ihr, wir sterben alle bald? Aber nein, es ist tatsächlich so, dass man hier gerade auf den höheren Schwierigkeitsgraden, und ich glaube, wir sind auf Mittel jetzt, ständig wollen irgendwelche Leute angreifen und einem was klauen. Oder Tiere kommen und oder Leute stürzen hier ab und sterben, bevor man ihnen helfen kann. Das ist auch schon vorgekommen. Mal gucken, was als nächstes passiert, jetzt wo wir den Schwierigkeitsgrad hochgestellt haben. Aber wir können mal gucken, was wir jetzt hier gemacht haben. Wir haben auf einfach, das ist noch nicht mal Mittel, das ist einfach. Und einfach hat dazu geführt, dass das Markus der Zeigefinger und Carsten die Lunge weggeschossen wird. Okay, einfach. Okay. Ja, und das, was wir bisher hatten, das war halt noch eine einfachere Einstellung als einfach. Das ist quasi der Sandkastenmodus, wo man machen kann, was man will und relativ sicher sein kann, dass nichts passiert. Und da passieren dann halt nur so Sachen wie Tier ist verrückt und fällt dich an oder alle verhungern, aber nichts Schlimmeres. Ambrosia-Hain. Ein Hain des mysteriösen Ambrosia-Buschs ist in der Nähe aufgekeimt. Wenn du ein wenig wartest, bis die Pflanzen gewachsen sind, kannst du die wohlschmeckende, ergötzliche und geringfügig süchtig machende Frucht ernten. Das ist eins von den beiden Nahrungsmitteln, die Obelix angeboten wurden auf der Insel der Freuden. Also es schmeckt nicht so gut wie Wildschwein. Springen wir mal zum Ort. Aber wenn es die Stimmung hebt, das ist, glaube ich, gerade dringend nötig. Und was wir jetzt machen können, also normalerweise, wir können Ambrosia nicht selber anpflanzen, beziehungsweise man kann das erforschen, aber die Technologie haben wir noch nicht. Was man jetzt machen kann, ist hier ein Feld anlegen. Das ist marginal, also das ist jetzt markiert als Kartoffelfeld, aber man sagt einfach,
nichts pflanzen hier. Das sorgt dann dafür, dass alle Pflanzen, die sich schon in diesem Feld befinden, dann geerntet werden, wenn die reif sind. Und das machen die Leute hoffentlich automatisch, weil ich werde da wahrscheinlich nicht dran denken, wenn das reif ist. Weil das hier ein bisschen weit ab vom Schuss ist. So, wie kommt unser wunderbares Denkmal voran? Oh, das siehst du, Markus hilft beim Bauen. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt einen Handschlag gemacht habe, aber das ist scheinbar nicht entscheidend, wer das baut wirklich, sondern es ist nur entscheidend, wer den Auftrag annimmt. Und da Markus jetzt schon hungernde Kolonisten... Kerstin hungert, das geht aber gar nicht. Achso, beim Reis schleppen. Dann soll Kerstin halt danach was essen. So. Zack. Liegt immer noch viel zu viel auf den Feldern rum. Man kann auch bestimmte Tiere kann man abrichten, dass sie die Sachen reintragen. Zum Beispiel Hunde. Aber Yorkshire Terrier sind zu klein. Das heißt, das eine, was Hunde für sich haben, was es rechtfertigt, dass man sie mit Fleisch füttern muss, was schwerer zu bekommen ist als Mais normalerweise, können die Yorkshire Terrier auch nicht. Ich glaube, die Riesenfaultiere könnte ich abrichten, dass sie die Sachen tragen, aber das dauert noch. Ja, tragen dauert noch. Muss noch zweimal besser gezähmt werden, das Tier. Dann kann es auch tragen. Ja. Aufgabe beendet. Nähe einen Cowboy-Hut. Okay, also wir haben jetzt genug Cowboy-Hüte für alle hergestellt. Das ist auch die oberste Priorität. Ich meine, gut, Hosen haben wir und Cowboy-Hüte. Und jeder, der eine Hose und einen Cowboy-Hut trägt, ist eigentlich komplett angezogen, oder? Ja, und jetzt kommen dann hoffentlich demnächst noch die Hemden und das liegt hier alles schon, weil wir keinen Raum dafür haben. Das ist doch, sieht doch aus, als wäre das hier ein perfekter Lagerraum. Bisschen klein, aber man kann ja anbauen. Das werden wir dann nämlich auch mal machen. Dann wird hier unsere zweite Kleiderkammer draus. Erstmal brauchen wir die Wände nicht glätten, wenn wir da sowieso anbauen und die nachher einreißen. Was für einen Stein haben wir gerade im Überfluss? Granit. Okay, dann bauen wir hier eine Mauer aus Granit. Um die natürliche Struktur hier zu vergrößern. Damit sich das auch lohnt, machen wir gleich ein großes Lager. Und dann können wir die Mauer dann auch abreißen, nachdem wir hier so ein paar Tragebalken gebaut haben, weil das Dach muss ja irgendwie oben bleiben, nicht? Gut. Truthahnküken kann wieder laufen, ja, schön. Ich sollte mir mal die Tiere angucken, ob es denen gut geht. Die Tiere... Denen geht's allen gut. Und wir haben Sommer. Das heißt, momentan können die sich noch selber ernähren. Es liegt immer noch zu viel Kram rum. Warum? Hier kann man doch rohes Essen, Fleisch, vegetarisch, tierische Produkte haben wir rausgenommen, aber hier kann das alles liegen. Und das ist kritische Priorität. Also warum tragen die da nichts hin? Das wundert mich, ganz ehrlich. Ist das zu weit weg? Naja gut, ich habe ja hier noch eine... Ich baue immer neues Lager hier, aber das ist ein gutes Zeichen. Weil das heißt, wir haben genug Kram. Na, aber so wie ich den Laden kenne, stürzen dann wieder fünf mehr Leute mit dem Schiff ab und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich weiß gar nicht, wie viele wir haben können. Wahrscheinlich 10 oder so. Also kann allerhöchstens noch einer dazu kommen. Ja, und dann hoffen wir mal, dass wir hier einen Organhändler bekommen, weil das kann doch bald nicht sein. Heilungsfaktoren, künstlicher Metabolismus.
Nuklearmagen, aber keine Lunge. Bionische Ersatzteile. Keine Lunge. Das ist echt. Carsten verletzt sich, das Einzige, was ich nicht erforschen kann. Nee, das ist so Körpermodifizierung. Sexverstärker, okay, was nicht alles gibt. Heilungsverstärker. Immunisierungsverstärker. Zirkadianischer Halbzykler, was ist das? Biorhythmusanpassung. Das hier sind die Raumschiffsachen. Wenn wir dann. Zum Teufel, warum können wir keine Lunge herstellen? Ohr, Herz, Bein, Auge. Mägen, drei verschiedene Mägen. Ja, da bräuchte ich diese Tech-Prints für, um das zu erfinden. Das ist ja auch super. Ich würde dir sagen, es liegt an Carsten, ne? Der ist ja der Forschungs... macht aber gerade was anderes. Erntet Reispflanze, ja, das ist auch wichtiger. Obwohl nicht nur ernten, reintragen müsst ihr das auch, Leute. Was ist das hier? Granit, ja, so richtig. Ach so. Ah, die erste Hydroponik wurde schon geerntet, sehr gut. Da können wir bei Gelegenheit ein paar dazu bauen, aber erstmal müssen wir die Lager hier fertig kriegen. Ich habe einen schicken Staubmantel jetzt. Staubmantel aus glattem Leder. T-Shirt aus Nanofaser. Siehste, jetzt haben wir nämlich alle, naja, nicht alle, aber viele von uns haben jetzt gute Kleidung. Außer Kerstin, Nuno, Cross und Sissi. Okay. Gucken wir mal, wo das Problem ist. Das Psi-Focus-Hemd ist das Problem, aber das, da haben wir leider keinen. Oder stellen wir die her? Können wir die herstellen? Weiß ich gar nicht. Muss ich mal gucken. Und Kerstin hat... auch ich, Stahlhelme herzustellen war ein Fehler. Die sehen alle dann nach einer Weile scheinbar scheiße aus und die Leute haben eine schlechte Laune. Einfacher Helm aus Stahl, 48, der ist auch hier das Problem. Und Cross, einfacher Helm aus Stahl. Kritischer Alarm, Feuer. Okay, da kümmert sich Carsten drum. Brennt noch ein bisschen was, aber es regnet. Ist also nicht so schlimm. So. Hier landen schon die ersten Güter hier. Königlicher Tributeintreiber. Ja, die wollen immer Gold haben. Königliche Gunst für die Erfüllung der Tradition und Unterstützung der oberen Häuser. Du kannst damit rechnen, dass ein Tributeintreiber zweimal pro Jahr auftaucht, solange du nicht mit Fraktionen Dingensbombens verfeindet bist. Sie werden ein paar Tage in der Kolonie verweilen, bevor sie weiterziehen. Du kannst sie auch angreifen, allerdings wird das ihre Fraktion verärgern. Okay, hoffen wir das mal nicht. Warum wird das Scheißding hier nicht fertig? Ich kann ja mal den letzten Stein setzen, so symbolisch, weil das ist ja mein Auftrag. Okay, reicht nicht. Muss man mehr Steine hintragen.
Ach, sehr gut. Jetzt wird aus Gründen, die ich nicht nachvollziehen kann, dieses Lager zuerst gebaut, obwohl wir sowohl das hier als auch das hier früher in Auftrag gegeben haben. Wie geht's uns denn gesundheitlich? Ja, wie gesagt, arbeiten 92%, das ist noch okay. Ah, Merlin schließt, oh Gott, Merlin. Merlin schließt sich an. Guck dir den an. Wo ist Merlin? Da. Ach so, der kommt da erst gelandet. Da ist er. Okay, Heiko erhielt von der Fraktion Land der Ewigkeit den Titel eines Grundbesitzers und Freibauer, sehr gut. Und ich kriege einen psychischen Verstärker, das heißt, ich habe jetzt auch Mind Bullets und das Denkmal ist abgeschlossen, ja wunderbar, aber wir müssen uns, ich mache erstmal hier, den benutze ich mal. Und Merlin, gucken wir mal, was Merlin für einer ist. Ist ein Hüter, männlich 27, 32 nach chronologischem Alter. Das ist ja auch noch ein Unterschied. Das wirkliche Alter ist das Alter, also das ist quasi der Zustand, in dem der Körper ist. Und das chronologische Alter ist halt, falls man lange im Kälteschlaf in irgendwelchen Raumschiffen verbracht hat oder so. Und Merlin hier ist also scheinbar 5 Jahre eingefroren gewesen. Und darum ist sein chronologisches Alter höher. Ja, das Erste, was er macht, ist, sich einen Cowboyhut aus Blaufell, also aus dem Leder von Muffalos, schnappen und sich den aufsetzen, weil es regnet. Okay, ne, ist schlimm. So wie er aussieht, hat er Dreadlocks. Und wenn die mal nass werden, kriegt man die schlecht wieder trocken. So. Okay. Das ist ein Bekannter von Markus. Der Kerstin als Rivalin betrachtet, Nono als Rivalin betrachtet, Sissy als Rivalin betrachtet, Charlie als... wer ist Charlie? Achso, Cross. Und Constantia als Rivalin betrachtet. Also ein Großteil der Gruppe sind Rivalen, aber ist ein Bekannter von Markus. Und Markus ist der Prätor hier, also vermutlich beim Prätorentreffen irgendwann mal kennengelernt oder so, ich weiß es nicht. Was hat er dabei? Ein Parker aus Kamelhaut. Auch schon wieder ein Zustand, wo man sich drüber beschwert hier, 43%, das heißt, der ist halb weg. Hose aus Nanofaser, die ist noch relativ gut und ein Hemd aus dünnem Leder. Dann Bio. Er macht alles, ist ein Stubenhocker, freundlich und frauenfeindlich. ja, der passt super rein. Ich weiß nicht. Ist Mediziner immerhin, halbwegs kompetent, halbwegs kompetenter Handwerker, kann kochen. Und sowohl Nahkampf und Fernkampf hat er eine Passion für. Das heißt, dem könnten wir, haben wir die Waffen alle eingesammelt, die hier im Regen lagen. Sonst können wir die bald wegwerfen. Ja, da liegt nichts mehr. Sehr gut. Also, dem können wir dann irgendwas geben hier. Nicht, Entschuldigung. Nicht den Hammer, sondern, wo haben wir Waffen? Wir hatten noch Waffen irgendwo. Das ist unser Waffenlagerraum. Warum ist da nichts? Wir müssen doch noch irgendwas haben hier. Da, normalen Revolver. Den kriegt er mal. Und dann ist er ein Stubenhocker. Das heißt, wahrscheinlich... Merlin hat kein Bedürfnis, nach draußen zu gehen oder in Hellen zu sein. Er wird sich nie eingeengt fühlen oder gar einen Lagerkoller bekommen, egal wie lange er drinnen oder im Dunkeln ist.
Nun ist er ein guter Mediziner, aber das klingt fast nach einem idealen Koch oder einem idealen, ich sag mal, Saubermachhansel, ne? Also gucken wir mal. Also Medizin soll er mal machen. Nunu hat er mittlerweile wie viel? 12. Ist also besser. 11. Er ist unser viertbester Mediziner. Also weiß ich nicht, ob wir das unbedingt als Priorität machen sollen in Bettruhe. Dann soll er kochen. Handwerkern. Reinigen. Und dann tragen in der Reihenfolge. Aber ne. Oder sollen wir ihm Tragen rausnehmen, damit er gar nicht erst rausläuft? Obwohl, wenn er drinnen und im Dunkeln zufrieden ist, vielleicht sollte er... nee, Bergbau ist auch draußen. Lassen wir das mal so. Das wird schon. Merlin. Merlin mit den Dreadlocks. Wow, der zieht sich 12-mal um hier. Okay. Ja, man sieht, alle haben schon ihre Mäntel an, also hat sich das gelohnt, die Schneidertische zu bauen. Es passiert wenigstens was, aber Nunu hat immer noch beschädigte Kleidung, weil der Kleidungsgegenstand, der beschädigt ist bei ihr, den können wir leider selber, glaube ich, nicht herstellen. Ich gucke mal, ob ich eine Psi-Weste herstellen kann. Königliche Robe und Damenhut, ja, aber Psi-Weste... Nein. Kann man die vielleicht auf der Mechanikbank machen? Nein, hier kann man aber Prothesen herbauen für Arme und Beine. Natürlich keine Lungen, ist klar. Keine Lungen. Kann man hier irgendwas schmieden? Eine Psi-Weste vielleicht? Helm, Plattenrüstung, Streitkolben, Gladius, Langschwert. Klavier, ne, was man so schmiedet. Kriegshammer. Können wir einen Kriegshammer herstellen für, wie hieß sie noch hier, Constantia oder Cross? Wer war der Nahkämpfer? Cross war der Nahkämpfer. Okay, also wir haben jetzt, Markus ist jetzt Prätor, ich bin Freibauer, Kerstin ist Freibäuerin, Carsten ist Freibauer, Nunu ist Landjunker und die anderen sind dann also quasi alle unsere Untertanen hier. Siehst du, Markus. Und darum ist es wichtig, dass man nicht alle wegschickt, weil man braucht ja irgendwann jemanden zu rumkommandieren dann. So, unwürdiger Thronsaal. Ach Gott. Warum, wenn ihr meint, der Thronsaal ist unwürdig, warum zündet ihr eure Feuerschalen nicht selbst an. Ich meine, kann auch Bench machen. So. Händler exotischer Güter. Sehr gut. Das heißt nämlich, das ist wahrscheinlich jemand, der Yorkshire Terrier kauft. Und vermutlich auch andere Tiere. Also, gucken wir mal. Die beiden behalten wir, die sind trächtig. Die Ziegen hier behalten wir auch, die trächtig sind. Und das trächtige Alpaka behalten wir auch. Natürlich behalten wir die Riesenfaultiere. Ich weiß nicht, ob wir, wenn wir jetzt Riesenfaultiere haben, ich weiß nicht, ob wir die Muffalos noch brauchen. Vielleicht können wir zwei von denen verkaufen, damit, ich meine, ein männliches reicht auch, wenn wir schon keine weiblichen haben. Obwohl, die werfen immer Wolle ab, ne? Aber so eine nachhaltige Wollproduktion haben wir eher durch die Alpakas hier. Oh, die gehen bis hier oben. Lazarus Alpaka. Okay, Alpakas haben wir genug. Ja, weiß ich nicht, ob wir die Muffalos brauchen. Okay, unsere Händlerin ist Kerstin. Dann geht sie mal das Schiff kontaktieren, wenn sie durch die ganzen Hüte durchkommt, die hier liegen. Oh, keiner will Yorkshire Terrier. Aber an den Eseln hätten sie Interesse. Wir haben zwei männliche, einen weiblichen Esel. Verkaufen wir mal das Fohlen.
Wir könnten Nashörner kaufen. Der Malverstärkung hat er fragt recht. Ne? Die Malverstärkung ist, glaube ich. Oh, warte, warte, warte. Eine künstliche Drüse, sie produziert Chemikalien und Nanomaschinen, die giftige Ansammlungen aus dem Gehirn spülen. Ich weiß nicht, ob giftige Ansammlungen, ob das Carsten beim Atmen hilft. Setzt Nanomaschinen ein, um den Heilungsprozess von Wunden zu beschleunigen. Dieses Implantat hilft nur bei physischen Wunden, kann aber nichts gegen Krankheiten oder andere Gesundheitsprobleme. Also das hilft auch wahrscheinlich nicht. Psychischer Harmonisierer. Dieses Gehirnimplantat projiziert die Stimmung des Benutzers in ein sphärisches, psychisches Feld und zwingt andere in der Nähe dazu, eine verschwommene, vereinfachte Version ihrer Emotionen zu empfinden. Es ist ein wirksames Mittel, um die Moral hochzuhalten, aber wenn der Benutzer unglücklich wird, kann es zu einer kollektiven Katastrophe kommen. Ich glaube, das lassen wir lieber. Vielleicht lieber Bier kaufen. Ja, wir haben leider nichts, was wir verkaufen können hier. Außer 10 Rauchblatt-Joint. Das hat sich ja bewährt, die zu verkaufen. Alles andere brauchen wir hier. Außer vielleicht das Eselfohlen, aber das haben wir ja schon verkauft. Ja, das ist ein bisschen ein Reinfall hier. Was wir machen können, ist ein Teleskop kaufen. Das ist dann noch eine weitere Freizeitbeschäftigung für die Leute. Das stellen wir draußen irgendwo hin. Und dann können die Leute teleskopen. Da ist es. So, wo stellen wir das hin? Was können wir mal hier bei den ganzen Denkmälern hinstellen? Hungernde Tiere, was ist da? Truthahnküken. Truthahnküken. Ah. Truthahn. Die Truthähne tun wir mal in die Notessenzone. Dann laufen die hier raus und fressen da, wo noch Essen ist. Haben wir mittlerweile vielleicht männliche Riesenfaultiere im Gebiet? Nein, die wir zähmen können, haben wir nicht. Zone. Wenn ihr das schon nicht reintragt, können die Tiere auch da essen, ne? So. Weil solange die hier draußen rumlaufen, können die natürlich gefressen werden von anderen Tieren. Also tun wir die ganzen Pflanzenfresser mal hier rein. Hier liegt ja genügend Nahrung rum, die sowieso gerade verdirbt, weil irgendwie das keiner gebacken kriegt, die einzutragen. So. Reisende der Fraktion Rote Spaltleute befinden sich auf der Durchreise. Ah, siehste, Waldarbeiten. Carsten fällt Bäume. Dann kann das auch nicht so schlimm sein mit der Lunge. Waffenhändler von Nordwest an Husia nähern sich. Okay. Vielleicht haben die irgendwas Tolles an Waffen, was man kaufen kann. Eigentlich wollte ich hier diesen Lagerraum fertig haben. Ich wollte hier unten diesen Lagerraum fertig haben und jetzt ist er fast schon wieder
die Zeit um hier. Naja, dafür haben wir Merlin getroffen und ich hoffe, das werden nicht noch viel mehr Leute. Aber der ist halt ein guter Koch und jemand, der halt drin Sachen machen kann. Dann können wir vielleicht auch mal die Kochensachen von den anderen auf eine niedrigere Priorität stellen. Also du brauchst gar nicht kochen, wir haben genug Köche. So, wunderbar. Carsten, leichter Nervenzusammenbruch. Unansehnliche Umgebung, Pessimist, abscheuliches Schlafzimmer, ohne Tisch gegessen, durchnässt. Ja, mittlerweile ist Marker Kerstin lieber als die Gemütlichkeit. Findet das aber noch besser, dass er auf einem Konzert war. Und das, obwohl sein Rivale Markus gespielt hat. Interessant. Was ist denn da so abscheulich an dem Schlafzimmer? So ein super Schlafzimmer. Verstehe ich nicht. Ist ein bisschen dreckig, ja, okay. Sollen wir da auch hier feinen purpurnen Teppich reinlegen oder was? Aber zu wenig Stoff für. Okay, dann lassen wir das bleiben und machen stattdessen so eine feine Granitfliese da rein. So, fertig. Das, irgendwann werden wir noch jemanden treffen, der unsere Yorkies kaufen möchte. Oh, die haben auch, das sind die Waffenhändler oder wer ist das? Oh Gott. Carsten kann mal mit denen handeln. Ich habe immer Kerstin handeln lassen. Carsten ist viel besserer Händler. Dein Unterhändler Carsten kann aufgrund seiner niedrigen Gesundheit nicht richtig sprechen. Das wird Einfluss auf den Handelspreis haben. Überlege eventuell einen gesunden. Nur weil die scheiß Lunge fehlt. Gut. Was haben wir hier? Aufklärungshelm, einfacher Helm aus Stahl. Plattenrüstung aus Stahl. Vielleicht wäre das mal eine Idee, bevor die Leute noch mehr verletzt werden. Aber die können wir auch herstellen. Schutzhose. Präzisionsgewehr. Eigentlich nicht wirklich was wir brauchen hier. Oh nein! Ein verrücktes Eichhörnchen. Aber das trifft direkt auf die Leute hier. Insofern ist das vielleicht. Ist das vielleicht ganz egal? Ja, ist es. Okay. Ja, so viel zu dem verrückten Eichhörnchen. Das wäre ein toller Cliffhanger gewesen, aber nur ist das schon vorbei. Und dann sage ich mal wieder bis zum nächsten Mal.